Amano Meixner ist der Pfarrer der Thomaskirche oder sagt man Pastor, Herr Meixner? Was ist richtig? Pastor ist der norddeutsche Begriff. Das sind Synonyme. Pfarrer und Pastor ist sozusagen ebenbürtig. Aber Sie sind auch noch nicht so lange hier. Ich bin erst seit Januar hier eingesetzt worden. Die Einsetzung fand im August statt. Da es sich ja um eine Einsetzung handelt, bin ich vorgeschlagen worden, hier in dieser Kirche tätig zu sein, weil wir hier eine sehr lebendige Gemeinde haben und eine Strahlkraft, die nach außen wirken soll. Und ich werde zusammen mit der hauptamtlichen Pfarrerin Friederike von Kirchbach versuchen, dieser Kirche einen Namen weiterhin zu geben. Dass der Name von Thomas, der ungläubige Thomas, hat ja nicht gesehen und doch geglaubt. Und das ist ein Motto, was in dieser Stadt auch gut ankommt. Wir haben hier sehr viel Sozialarbeit, Flüchtlingsarbeit und hoffen jetzt, dieses Spektrum zu erweitern, indem wir auch inhaltlich die Bevölkerungskreise zu erreichen suchen, die kirchenfern sind. Sie waren auch mal eine Zeit lang in den Schlagzeilen hier als Flüchtlingsasyl. Ja, die Flüchtlingskirche ist ja zurzeit in Kreuzberg und bevor die Flüchtlingskirche von der Kirche offiziell eingerichtet wurde, haben Flüchtlinge hier Zuflucht gesucht und wir haben dann auch unbürokratisch und schnell Lösungen gefunden, um zu helfen. Euch, die ihr fern wart, ihr wird nichts mangeln. Ja, Manfred Maibauer ist der Organist hier in der Thomaskirche. Herr Maibauer, ich habe Sie ja gerade schon ein bisschen beobachtet, wenn Sie so in die Tasten hauen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Ja. Wenn Sie die Orgel bedienen, dann ist es ja doch so was Erhebendes, weil das erklingt in der ganzen Kirche. Ist es für Sie auch so was, so ein erhebendes Gefühl? Es war für mich schon immer ein erhebendes Gefühl. Und ich habe schon als kleiner Junge die Faszination für das Instrument Orgel entdeckt und in meiner frühesten Kindheit war es mein Wunsch, mal Orgel zu spielen. Das hat natürlich sehr lange gedauert. In unserer Familie war es Tradition, Klavierunterricht zu nehmen. Und da hieß es auch, du musst auf dem Klavier erstmal zu einem entsprechenden Ergebnis kommen, was auch stimmt, denn ohne eine solide Ausbildung auf dem Klavier kommt man auf der Orgel nicht auf einen grünen Zweig. Aber wie gesagt, ich war sehr glücklich, als ich als Jugendlicher mit dem Orgelunterricht anfangen konnte. Und seitdem war es für mich immer eine glückliche Gelegenheit, neben oder nach der Schule oder neben anderen Gelegenheiten, mich einfach in die Kirche einschließen zu können und dann das Raumerlebnis Orgelklang zu haben. Wann sind Sie hier in der Thomaskirche? Ich habe angefangen hier im September 1987. Was ist das für eine Orgel? Das ist eine Beckerath-Orgel. Die Firma Beckerath, eine sehr renommierte Hamburger Orgelbaufirma, weit über die Grenzen Deutschlands bekannt und von vielen Organisten und Orgelsachverständigen sehr geschätzt. Und ich muss einfach sagen, ich kann das nur bestätigen. Mir macht dieses Instrument sehr große Freude. Und es hat einfach einen ganz edlen Klang. Diese Orgel hier ist ja barock geprägt, aber aufgrund der Disposition, das ist also die Auswahl der Register und aufgrund des Kirchenraumes, kann man hier auch sehr schön Romantik drauf spielen. Die Pedale sind genauso eine Klaviatur wie die Klaviaturen für die Hände auch. Pedis, der Fuß, die sind dazu da, um auch hier eine Stimme oder auch mehrstimmige Sachen mitzuspielen. Und
Dann, worauf ich noch hinaus wollte, ist da noch ein Pedal und da können Sie die Jalousie, also so eine Art Jalousie hier bedienen. Das ist ein, sozusagen ein Jalousieschweller. Damit kann ich Crescendo-Effekte erzeugen, denn die Orgel hat ja, wie gesagt, nicht die Möglichkeit, auf Anschlag zu reagieren. Wenn Sie an einem Klavier sitzen, reagiert der Ton je nachdem, wie stark oder wie schwach Sie ihn anschlagen. Hier nicht, deswegen diese Vorrichtung, ich zeig's mal. Laut und leise. Ja. Und dann haben Sie die Register mit wie vielen verschiedenen Instrumenten? Wir haben hier 25 Register. Nicht umsonst heißt die Orgel die Königin der Instrumente, weil sie auch in der Lage ist, verschiedene Instrumente nachzuahmen. Es Wie klingt denn jetzt zum Beispiel Posaune? Posaune klingt etwa so, das ist ein Pedalregister. Die Faszination des Instrumentes Orgel liegt unter anderem darin, andere Instrumente nachahmen zu können. Nur dazu muss ich auch eins sagen, im 19. Jahrhundert hatte man große Orchesterorgeln gebaut, um auch Orchestereffekte zu imitieren. Aber ein sehr weiser Lehrer von mir, der auch Dirigent war, der sagte mal, ja, die Orgel ist wie ein Orchester, aber sie kann ein Orchester nicht ersetzen. Weil im Orchester, da sitzen wirklich jeder einzelne studierte Musiker und das ist dann doch wieder was anderes. Und Herr Maibauer, Sie spielen hier immer an den Gottesdiensten? Ja, also ich spiele hier immer an den Gottesdiensten. Wenn ich mal nicht da bin, dann gibt es natürlich immer einen Vertreter, der das dann mal macht. Aber eigentlich ist es meine Aufgabe, hier in den Gottesdiensten zu spielen, bei Amtshandlungen, bei Konzerten verschiedener Art. Und auch wenn eine Ausstellungseröffnung hier ist und Orgelspiel erwünscht ist, bin ich dann auch da. Vielen Dank. Ja, Friederike von Kirchbach ist auch Pfarrerin in St. Thomas und zwar seit dem 1. Juni dieses Jahres. Mhm. Frau von Kirchbach, zwei Pastoren, zwei Pfarrer in einer Kirche, ist das üblich? Also wir stimmen uns miteinander ab und wir sind beide in einem unterschiedlichen Anstellungsverhältnis. Ich bin quasi die Geschäftsführerin dieses Pfarramtes und ein Manu Meixner macht die Gottesdienst und arbeitet eng mit mir zusammen. Also in der Form ist das üblich und wir sind eine kleine Gemeinde. Insofern ist die Frage berechtigt. Eigentlich würde diese Gemeinde nicht einmal eine volle Pfarrstelle mehr tragen von ihrer Zahl der Mitglieder. Aber dadurch, dass ich das jetzt übernommen habe und zu 50% hier arbeite, ist es dann doch möglich. Sie sagten es gerade, Zahl der Mitglieder. Das ist ein bisschen ein schwieriges Verhältnis hier wegen der Lage der Kirche. Also die Historie an der Mauer hat die Gemeinde gespalten. Also ich finde erstmal das Verhältnis überhaupt nicht schwierig, sondern ziemlich faszinierend. Also das ist eine ganz lebendige Berliner Geschichte, die diese Kirche und auch die ganze Region verkörpert. Hier ist die Mauer durchgelaufen. Das hat natürlich so eine Gemeinde geprägt, verletzt. Das sind auch noch Narben. Ich sehe das aber als eine große Chance. Ich glaube auch, dass diese Kirche ein Ort ist, sich daran zu erinnern, wie viel härter die Zeiten mal waren, dass hier direkt vorm Fenster die Mauer lang gegangen ist. Und dann sind wir mitten in Kreuzberg, SO 36. Und das ist natürlich eine sehr multikulturelle und multireligiöse Gegend. Also es gibt sehr viele Muslime hier, es gibt sehr viele Nichtchristen. Es gibt auch jüdische Nachbarinnen und Nachbarn, also ein breites Gemisch. Was birgt das für Herausforderungen für Sie hier? Dass man immer für die anderen auch mitdenken muss. Diese Kirche ist gebaut worden für den Kiez und nicht für eine kleine Zahl eng verbundener Mitglieder. Das hat offene Türen, diese Kirche, und ja, so viel wie möglich Menschen anzulocken. Das heißt, wie wirkt sich das auf Ihren Veranstaltungskalender aus? Was machen Sie alles? Also Sie haben ja auch schon die Musik gehört. Wir versuchen, Dinge zu tun, wo sich viele willkommen fühlen, also wo sie sich nicht fremd fühlen. Viele von den Dingen, die wir machen, sind manchmal so, dass sie für Eingeweihte, also ein Gottesdienst hat seinen eigenen Ablauf und manche sind unsicher, die ihn nicht kennen. Also machen wir auch Konzerte, Ausstellungen, Veranstaltungen, die erstmal keine Voraussetzungen verlangen, die man als niedrigschwellig bezeichnen kann.
als Pfarrerin habe ich angefangen zu DDR-Zeiten. Da habe ich Theologie studiert in Leipzig, Jena und Naumburg. Und mein Vater war Pfarrer, meine Großväter waren Pfarrer. Also die Logik lag schon in der Familie. Gleichzeitig hätte ich zu DDR-Zeiten, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, auch gern was anderes studiert. Aber die Möglichkeit hatte ich nicht. Also die Theologie hat mir die Tore offen gehalten. Ein anderes Studium ging für mich gar nicht als Pfarrerstochter. Wo oder wie sehen Sie die Gemeinde in 10 Jahren? Ich glaube, dass wir in 10 Jahren ganz andere Strukturen haben. Das ist ein bisschen ein unbequemes Thema, aber ich glaube, wir werden überregional uns organisieren, als evangelische Kirche, als Gemeinden und mit anderen zusammenarbeiten und versuchen, die Ressourcen gemeinsam zu teilen und uns damit auch zu entlasten. Zum anderen glaube ich, dass dieser Ort, diese Kirche, eine ganz eigene Bedeutung für die Menschen, die ihm begegnen, haben wird. Also die Türen müssen offen sein und es muss uns etwas einfallen, diesen wunderbaren Raum zu nutzen. Daran arbeiten wir. Ich war ja vorher in einem Leitungsamt in einer kirchlichen Behörde und da musste man sich extrem viel kompliziert abstimmen und hat relativ selten die Chance gehabt, die Früchte seiner Arbeit zu erleben. Hier trifft man auf eine kleine, engagierte Gruppe von Menschen, mit denen man wirklich viel tun kann. Und das ist erstmal ein großartiges Gefühl, dass man richtig in die Umsetzung von guten Ideen geht. Kann. Und das ist erstmal die ganz positive Nachricht. Schwierig ist es nach ersten 100 Tagen immer, dass man denkt, es ist so viel, wie ist das zu schaffen, was ist jetzt das Wichtige, womit fange ich an, was lasse ich und da muss ich auch noch ein bisschen mich selber entlasten und sagen, ich habe 5 Jahre Zeit für diese Gemeinde, dann gehe ich in den Ruhestand und in diesen 5 Jahren wird manches werden und anderes nicht. Dankeschön. Bitte.